In der heutigen Minecraft-Challenge kann ich Custom-Äpfel craften, um besondere Fähigkeiten und Effekte zu erhalten. Kann ich es schaffen, alle zu bekommen und in einem möglichst nicen Endfight den Enderdrachen zu besiegen? Sollte dir das Video gefallen, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und unterstütze mich gerne mit einem Like und einem Kommentar für den YouTube-Algorithmus. Okay, los geht's und ich möchte eigentlich möglichst schnell meinen ersten Custom-Apfel bekommen. Wir gehen uns trotzdem erstmal Holz holen und kümmern uns um die Grundtools. Hier haben wir Stein, damit haben wir die wichtigsten Tools zusammen und können jetzt in Ruhe nachschauen, was wir heute für Äpfel craften können. Das sind alle 9 Custom-Äpfel, die wir heute craften können und die ich hoffentlich auch alle bekommen werde. Und optisch würde ich sagen, ist der Holzapfel keine schlechte Idee. Ja, auf jeden Fall, der geht noch relativ einfach. Dafür brauchen wir halt einen Apfel und 4 Eichenstämme. Das sollte machbar sein. Mit dem Apfel haben wir nämlich heute noch eine andere Möglichkeit und zwar die Superschere. Dafür brauchen wir einfach nur 2 Holzbretter. Dann bekommen wir eine Superschere und mit der Superschere haben wir eine deutlich erhöhte Droprate von Äpfeln. Also mache ich mir die Superschere und damit wird es ab jetzt richtig weird und nice. Die sieht nämlich schon richtig komisch aus. Und wenn wir damit jetzt Blätter abbauen, dann sollten wir, ja, wir haben eine deutlich erhöhte Droprate von Äpfeln. Ich habe einfach von einem Baum jetzt schon 9 Äpfel bekommen. Mega gut. Direkt mal ordentlich was mitnehmen. Dann haben wir nämlich auch direkt ein bisschen Essen. Wir müssen es ja nicht nur für die Custom-Äpfel benutzen. Vielleicht brauchen wir dann sogar gar nicht unbedingt ein Dorf. Klar ist Brot zwar eigentlich besser als Äpfel, aber die Äpfel sind quasi einfach umsonst. Und wir haben nicht nur Essen, sondern wir haben jetzt auch richtig viele Baublöcke bekommen. Und damit wird es aber jetzt auch wirklich mal Zeit für den ersten Custom-Apfel für heute. Nämlich den Holzapfel. Der sieht richtig schön hölzern aus. Ich hoffe, ich tue mir nicht weh, wenn ich den esse. Ich möchte jetzt auf jeden Fall nicht länger warten und direkt den Holzapfel einfach mal essen. Und wir bekommen Holz, okay? Wir haben Eile 10 und den Effekt Holzweg, okay? Das heißt, wo wir langlaufen, wird einfach alles zu Holz. Das finde ich richtig nice. Richtig weird auch definitiv. Aber das kann auch im Nether zum Beispiel richtig praktisch sein, denke ich gerade. Ich laufe einfach mal so lange ich kann. Oder ich hole mir noch ein bisschen Holz, solange ich noch Eile 10 habe. Auf die Idee hätte ich mal vorher kommen sollen vielleicht, weil jetzt ist es schon weg. Schade. Egal, wir haben noch ein bisschen Holz bekommen. Hier sind auch ein paar Schafe. Kann ich die auch mit der Schere scheren? Ja, die funktioniert bei Schafen wie eine ganz normale Schere. Das finde ich gut. Dann kann ich mir nämlich direkt mal ein Bett machen. Und ich würde mir gerne direkt nochmal 2 Holzäpfel machen, weil wenn wir nachher im Nether sind, man weiß ja nie, wann man mal Holz braucht. Und damit haben wir auf jeden Fall Holz immer safe. Das finde ich echt ziemlich praktisch. Jetzt ist die Überlegung, sollen wir da auf die Plains laufen und ein Dorf suchen? Oder sollen wir aufs Meer fahren und ein Schiffswrack suchen, um vielleicht so den Villager-Apfel zu bekommen? Erze wären nämlich allgemein nicht schlecht. Dann könnten wir uns auch den Wasserapfel holen. Dafür brauchen wir nämlich einiges an Eisen. Da wir Essen haben, würde ich tatsächlich mal auf den Ozean rausfahren wollen. Weil wenn es nur um Eisen geht, ist ja eigentlich nicht ein Dorf die beste Lösung. Also fahren wir einfach mal los. Wir können ja trotzdem schauen, ob wir hier irgendwo ein Dorf noch sehen. Also bleibe ich mal ein bisschen hier in Küstennähe, auch wenn hier die Plains leider schon wieder aufhören. Das ist ein bisschen schade, aber egal. Und leider konnte ich bisher auch noch kein Schiffswrack finden. Da hinten ist ein Dschungel, alles klar. Und da hinten ist ein Schiffswrack, direkt neben dem Dschungel. Ich sehe doch von weitem schon den Mast rausragen. Das könnte sogar ein vollständiges sein. Dann können wir uns hoffentlich schon mal Eisen und Gold holen. Wir gehen rein da und hier haben wir Eisen und ein Gold. Immerhin ist besser als gar nichts. Und in der unteren Etage haben wir die Schatzkarte. Perfekt. Direkt mal drauf gucken. Wir müssen in den Südosten. Alles klar. Ich überlege aber gerade, wir könnten auch direkt die Eisen richtig verschwenden und einfach 4 Eimer damit machen, weil ich eigentlich schon Lust habe auf den nächsten Custom-Apfel direkt. Ich würde sagen, wir fahren mal hier an Land und craften uns direkt den Wasserapfel. Ich bin sehr gespannt, was ich bekomme, wenn ich den esse. Und da hinten ist doch ein Lavasee. Ich habe ihn gerade erst gesehen. Wie nice ist denn dieser Strand hier bitte? Hier können wir nachher direkt in den Nether gehen. Erstmal 4 Eimer und dann können wir eigentlich direkt noch ein Schild machen. Dann haben wir wirklich alles Eisen verschwendet. Dann brauche ich einmal Wasser. Das ist natürlich hier nicht besonders schwer zu bekommen. Wir packen einen Apfel in die Mitte und die 4 Wassereimer drumherum und dann bekommen wir den Wasserapfel. Der gefällt mir auch richtig gut. Einfach ein Apfel aus Wasser. Der sieht wenigstens erfrischend aus, nicht so wie der Holzapfel. Ich esse ihn direkt mal. Und wir bekommen Effekte und Schuhe. Warte mal, ich habe Wasserstiefel bekommen. Die kenne ich doch schon. Damit bekomme ich wahrscheinlich keinen Fallschaden. Und ich habe 3 Minuten unter Wasseratmung und Wasserläufer. Was ist denn Wasserläufer? Kann ich jetzt über Wasser laufen oder was? Oh mein Gott, ich kann richtig nice über Wasser laufen. Wie cool ist das denn? Wenn ich einfach so über den Strand laufe und dann hier weiterlaufe, fühlt sich das so illegal an. Da ist Süden und da ist Osten. Das heißt, wir müssen tatsächlich wieder zurück in Richtung Spawn laufen. Aber ich möchte jetzt gerne mal den Schatz finden. Wir sind schon fast auf der Karte zu sehen. Wir müssen nur noch weiter in den Süden laufen. Da ist der Pfeil, perfekt. Dann sind wir hier im Chunk und hier auf den richtigen Chunk-Koordinaten. Und hier sieht es auch direkt sehr verdächtig aus. Und hier ist direkt der Schatz drunter. Perfekt. Und hier bekommen wir 2 Dias. Sehr nice. Und noch mehr Eisen und Gold und alles Mögliche. Auch ein bisschen vernünftigeres Essen. Und ich habe ja Unterwasseratmung. Ich kann einfach tauchen, aber nur noch 7 Sekunden. Egal. Und das ist auch so nice, wenn wir jetzt so auftauchen und einfach losspringen. Das ist richtig illegal, aber ich feiere das. Die Karte brauchen wir damit nicht mehr. Und ich muss eigentlich mal schauen, was wir als nächsten Apfel machen. Oh, wir können sogar schon einen machen, den Lucky-Apfel. Dafür brauchen wir die Dias. Dann sind die Dias direkt wieder weg, die ich gerade erst gefunden habe. Wie traurig. Aber eigentlich sind die Dias ja auch dafür da, weil das Niceste, was es heute gibt, sind ja die 9 Custom-Äpfel, die wir machen können. Also würde ich sagen, machen wir einfach direkt den Lucky-Apfel. Damit haben wir einfach schon den dritten Apfel für heute. Mega nice, wie gut wir vorankommen. Den esse ich direkt mal.
Und wir bekommen einen Effekt. Großes Glück für 30 Sekunden. Das heißt, warte mal, unter mir sind Blöcke. Ich mache Erzblöcke. Kann ich auch Dias so bekommen? Schön laufen. Wir haben 30 Sekunden Zeit, möglichst viele Blöcke zu machen. Da sind Dias. Okay, ich möchte möglichst viele Dias haben. Und dann ist der Effekt vorbei. Aber wir haben einiges geschafft. Das ist eigentlich ziemlich OP. Ich kann einfach hier Eisenblöcke abbauen. So kommt man richtig nice an Eisen. Ich mache mir direkt mal eine Eisenspitzhacke. Und wir schauen mal, dass wir uns hier die richtig wertigen Sachen holen. Warte mal, da kamen mehrere Dias raus. Da kamen einfach 4 Dias raus. Die Blöcke, die ich mit dem großen Glückseffekt platziere, haben einfach automatisch Looting, weil die Spitzhacke hat keinen Effekt. Die habe ich gerade erst gecraftet. Dann erstmal schön alle Dias abbauen. Und dann haben wir einfach 25 Diamanten. Wir sind einfach von 0 auf 100 so verdammt reich geworden. Und wo wir gerade schon dabei sind, kann ich mir auch direkt nochmal Emeralds mitholen. Und hier ist noch ein Dia sogar. Dann noch ein paar Eisenblöcke. Ein paar Goldblöcke. Und dann haben wir jetzt eigentlich schon von allem mehr als genug. Können wir damit vielleicht schon den nächsten Apfel craften? Den Villager-Apfel können wir machen. Ich muss noch einmal meine Emeralds umwandeln und dann bekommen wir den Villager-Apfel. Ich muss sagen, besonders lecker sieht der jetzt auch nicht aus. Schreib mir mal in die Kommentare, ob du Lust hättest, diesen Villager-Apfel zu essen, auf dem einfach ein Villager-Gesicht drauf ist. Sieht irgendwie echt nicht lecker aus. Egal, ich esse den jetzt. Und wir bekommen Franklin. Warte mal, was geht? Wir haben einfach einen Villager. Einen Wissenschaftler-Villager, wie der aussieht. Und der tradet mit mir auch. Okay, ich kann zum Beispiel Sticks gegen Sticks umwandeln. Ich brauche also definitiv kein Dorf mehr heute. Und ich kann Erde gegen Äpfel umtauschen. Okay, wir haben eine Erde, die tausche ich direkt mal aus. Oh, wir könnten auch an Pfeile rankommen, aber dann brauchen wir Kartoffeln. Ich habe keine Kartoffeln. Franklin, woher soll ich bitte Kartoffeln haben? Egal, ich trade mir auf jeden Fall gleich noch ein paar Sticks. Und wir können einen Villager-Stab kaufen. Okay, ich brauche ganz kurz einen einzelnen Holzstamm dafür. Und dann kaufe ich mir einen Villager-Stab, der ehrlich gesagt jetzt auch nicht besser aussieht als der Villager-Apfel, aber egal. Was kann ich damit machen? Blöcke abbauen ist egal. Rechtsklicken kann ich. Warte mal, da war auch kurz ein Villager und wir haben hier richtig viele Emeralds. Wie funktioniert das? Warte mal. Ich kann Villager schießen. Was sollte ich auch sonst können? Das liegt natürlich auf der Hand. Da hätte ich auch direkt drauf kommen können. Und da, wo die Villager landen, kommen richtig viele Emeralds hin. Das ist richtig weird. Aber so weirde Sachen gefallen mir richtig gut. Dann hole ich mir jetzt noch ein bisschen Holz und wir traden uns mit Sticks richtig viel Essen. Komm her, Franklin, gib mir bitte alle Steaks, die du da hast. Einfach 1,5 Stacks Steaks. Wir haben sowas von ausgesorgt für heute. Als nächstes würde ich mir einfach mal alle Tools aus Dia machen. Perfekt. Und dann sind wir richtig schnell plötzlich einfach richtig OP. Dann brauchen wir noch den Superapfel, den Enderapfel, den Blaze Apfel, den TNT-Apfel und den Hero-Brine-Apfel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der wirklich leckerer aussieht als der Villager-Apfel. Aber egal, den werden wir dann später auf jeden Fall auch noch essen. Ich würde sagen, wir gehen aber jetzt mal langsam in den Nether und kümmern uns um die 4 Blaze-Powder für den Blaze-Apfel. Einen Lavasee haben wir ja schon entdeckt gehabt. Das heißt, wir springen einfach mal hier aufs Wasser und laufen rüber zum Lavasee. Und dann gießen wir hier ein Portal hin. Perfekt, damit ist das Portal schon mal fertig und jetzt kann auch hier meine Konstruktion abbrennen, die natürlich absolut feuerfest gebaut wurde eigentlich. Ich habe zwar einen Kies, aber keinen Flint, ich würde es mal so probieren. Okay, es hat schon mit der Konstruktion geklappt. Wie gut war meine Konstruktion einfach. So habe ich richtig einfach mein Portal angezündet, ohne es überhaupt dafür gebaut zu haben. Ich würde sagen, wir machen uns schnell noch einen Goldhelm. Perfekt, dann haben wir noch 59 Gold übrig und dann gehen wir rein in den Nether. Hallo Nether, was geht? Da oben ist auf jeden Fall ein Crimson Forest, da habe ich ein paar Piglins gesehen. Da sehe ich noch mehr. Okay, alles voller Piglins. Dann gehen wir erstmal hier hoch, würde ich sagen. Und einmal hier rüber. Und hier haben wir Hoglins, die mich gerne töten möchten. Wir könnten eigentlich jetzt auch direkt traden. Ich habe 59 Gold. Kann ich denn hier vielleicht eine Festung sehen? Das wäre natürlich auch nice. Ansonsten suchen wir gleich im Westen eine. Wir haben hier überall vereinzelte Piglins. Ich hätte gerne mindestens 2 auf einem Fleck zum Traden. Hier die 2 könnte ich vielleicht versammeln. Und dann geht mal hier in das Loch bitte rein. Und dann kriegt ihr einfach alles, was ich habe. Und ich bekomme direkt mal Enderperlen. Was für ein nicer Anfang. 2 Obsidian mittlerweile auch schon. Ein paar Strings für einen Bogen. Einen Feuerresistenz. Trank, den finde ich sehr praktisch. Und da unten liegen noch Enderperlen. Oh mein Gott, der erste hatte also direkt Enderperlen getradet. Und nochmal Enderperlen. 4 Stück plus die 2, glaube ich, die da unten liegen. Die traden richtig gut heute. Ich würde sagen, aus Platzgründen gönne ich mir direkt mal Feuerresistenz. Und ich habe Pfeile bekommen. 23. Mega gut. Schon mal sehr nice für den Endfight. Und dann war's das. Ich möchte gerne noch meine Enderperlen haben. Dankeschön. 6 Stück ist auf jeden Fall schon mal ein guter Trade gewesen. Und jetzt machen wir uns auf in den Westen und finden hoffentlich möglichst schnell eine Festung. Und da ist direkt eine Festung. Ich glaube, man hat sie schon gesehen, während ich noch gerufen habe. Wie nice ist das denn? Mega praktisch. Warum nicht immer so? Wir fahren hier runter. Und hier ist sogar ein Warp Forest, sehe ich jetzt gerade. Das heißt, die verbleibenden 7 Enderperlen, die ich gerne hätte, können wir hier auch ranholen. Und ich brauche aber nicht nur 7. Ich brauche auch noch Enderperlen für den Enderapfel. Erstmal gehen wir rauf auf die Festung. Ich habe noch eine Minute Feuerschutz und habe noch genug Feuerresistenztränke. Dann gehen wir direkt mal auf die ersten 2 Blazes hier. Und ich verlängere nochmal meine Feuerresistenz. Da die eine Blaze jetzt irgendwo runtergeflogen ist und keine Lust mehr habe, gehe ich jetzt lieber mal zu dem Spawner hier hin. Und dann hauen wir hier mal weiter drauf. Und da haben wir die erste Blaze Rod. Ich brauche 2 Stück für den nächsten Apfel, den Blaze-Apfel. Perfekt, da haben wir direkt die 2. Die 3. nehme ich mir aber auch noch mit. Dann schnell 2 zu Blaze-Powder umwandeln. In die Mitte einen Apfel und wir bekommen den Blaze-Apfel. Und der sieht richtig cool aus. Vielleicht ist das sogar optisch bisher der niceste Apfel, finde ich. Direkt mal essen.
Und wir bekommen zwei Effekte. Einmal Feuerschutz unendlich. Das ist natürlich besser als 2-3 Minuten. Und Lavaläufer. Funktioniert das genauso wie Wasserläufer? Und was liegt da neben mir? Wir haben einen Bogen bekommen. Ein Blaze-Bogen mit Stärke 5. Wie krass ist das denn? Und ich habe sogar Pfeile. Dann kann ich direkt mal diese Blaze hier abschießen, die mich die ganze Zeit nervt. Weg mit dir. Und wir haben einfach jetzt komplett Feuerschutz. Also ich kann hier komplett reinlaufen und alles wegklatschen. Dann geht es weiter auf die Blaze-Rods. Dann haben wir 7 Blaze-Rods. Das reicht ja eigentlich schon. Dann gehen wir mal runter in den Warp Forest. Und rauf auf die Enderman. Perfekt, direkt die nächste Enderperle bekommen. Und weiter geht's. Warte mal, muss ich überhaupt einen MLG machen oder kann ich einfach wegen meinen Wasserschuhen so runterspringen? Das habe ich komplett vergessen. Wie nice ist das denn? Dann haben wir 13 Enderperlen. Oh, ich gehe aber mal davon aus, dass wir für den Enderapfel auch Enderperlen brauchen. 4 Stück, alles klar. Die kann ich direkt schon mal craften. Dann habe ich eine bessere Übersicht. Dann haben wir den Enderapfel im Inventar. Der sieht auch sehr cool aus, finde ich. Und dann bräuchte ich jetzt aber doch nochmal 4 Enderperlen mehr. Also müssen nochmal ein paar Endermen drunter leiden. Und damit haben wir die 13. Enderperle wieder. Und auch alles, was wir aus dem Nether brauchen. Also können wir wieder zurück zum Portal laufen. Und eine Sache habe ich jetzt aber noch nicht ausprobiert, nämlich den Effekt Lavaläufer. Und ich gehe mal stark davon aus, dass ich wie bei Wasserläufer über Wasser laufen, damit über Lava laufen kann. Also springen wir einfach mal in die Lava und... Oh mein Gott, ich stehe auf der Lava. Wie cool ist das denn? Es ist genauso wie Wasserläufer. Nur, dass es sich noch viel falscher anfühlt, was ich hier gerade mache. Oh mein Gott, ist diese Challenge einfach nice heute. Es macht einfach schon wieder so verdammt viel Spaß. Ich feier das. Ich bin so verdammt OP. Ich kann einfach mal hier so runterspringen und mir passiert einfach nichts. Das ist so nice einfach. Irgendwo hier müsste das Portal sein. Hier sind auf jeden Fall auch schon Spuren von mir. Und genau hier ist das Portal. Und damit gehen wir raus aus dem Nether für heute. Und als allererstes schauen wir jetzt, welchen Apfel wir uns als nächstes craften. Uns fehlen nur noch 3 Äpfel. Einmal der Superapfel. Dafür brauchen wir Endkristalle. Das ist natürlich ziemlich teuer. Dann der Herobrine-Apfel. Dafür brauchen wir Obsidian und Lava-Eimer. Das haben wir alles. Beziehungsweise die Lava ist halt noch hinter mir. Aber die können wir ja schnell aufheben. Und für den TNT-Apfel brauchen wir 4 Gunpowder. Okay. Eine Nacht oder halt spätestens im Stronghold definitiv gut machbar. Also machen wir uns jetzt direkt als nächstes den Herobrine-Apfel. Und ich habe ein bisschen Angst davor, weil Herobrine klingt nicht so, als hätte ich dadurch einen Vorteil eigentlich. Ich hole mir 2 Lava-Eimer. Dann packen wir dazwischen einen Apfel und da drüber und darunter Obsidian. Und wir bekommen den richtig appetitlich aussehenden Herobrine-Apfel. Ja, auch den würde ich in echt wahrscheinlich eher nicht essen. Aber wir sind ja nicht in echt. Also essen wir den einfach mal. Oh, wo sind wir? Hilfe! Oh mein Gott, ich bin auf 3 Herzen. Wo bin ich überhaupt? Und warum ist hier Herobrine einfach hinter mir her? Ich will wieder zurück in meine normale Welt. Ich will den Apfel doch nicht gegessen haben, bitte. Okay, ich kann ihm aber richtig gut Schaden machen und ich kann ihn jetzt durch die Wand sehen, was mir gar nichts bringt, aber egal. Und er hat aber schon gut Schaden bekommen. Ich kann ihn also töten, würde ich mal vermuten. Ich würde gerne mal was essen. Oh mein Gott, das war keine gute Idee. Der baut einfach Bedrock ab. Allein das dürfte schon eigentlich nicht sein. Lass mich doch in Ruhe. Warte mal, ist Herobrine dumm? Ich probiere es mal aus. Ja, Herobrine ist extrem dumm. Gut zu wissen. Okay, dann zünde ich dich erstmal an und dann haue ich dich mit meinem Dia-Schwert kaputt, denn ich möchte wieder zurück in meine Welt. Und damit ist Herobrine tot und hat ein Schwert getroppt. Warte mal, das möchte ich haben. Herobrine-Schwert mit 10 Angriffsschaden. Das ist 3 mehr als ein Diamantschwert. Oh, und wir wurden wieder zurückteleportiert. Ich bin wieder da, wo ich war. Perfekt. Aber wir haben ein richtig nices Schwert aus der Aktion bekommen. Das möchte ich auf jeden Fall auch noch an Mobs ausprobieren, ob das noch irgendwelche Effekte hat. Immerhin brauchen wir auch noch Gunpowder, also ich würde mal den Creeper gerne wegmachen. Die Zombies kann ich ruhig mal wegschießen, würde ich sagen. Und dann komm mal her, mein Freund. Perfekt. Und wir haben 2 Gunpowder. Okay, Looting haben wir also nicht drauf, aber ist ja auch nicht schlimm. Oh, da kommt ein Skelett. Warte mal, ich wollte nur blocken. Ich habe das Schwert geworfen. Kann ich damit angreifen? Oh mein Gott. Okay, so gefällt mir das Schwert noch viel besser. Dann mache ich die Mobs mal alle auf Entfernung weg, würde ich sagen. Die Schildkröte wollte ich dabei gar nicht treffen. Das ist aber mega nice. Dann haben wir schon genug Gunpowder eigentlich. Egal, die 2 mache ich auch noch weg, einfach weil es Spaß macht. Und die droppen schon relativ viel, weil die droppen immer 2. Das ist eigentlich auch nicht so selbstverständlich, wenn ich so drüber nachdenke. Mein Strand wurde mittlerweile übernommen von einigen Mobs. Ich würde sagen, wir rennen mal raus auf den Ozean. Tschüss, ihr könnt das nicht, was ich hier mache. Also versucht's gar nicht erst. Und dann schlafen wir mal hier unten. Perfekt. Und damit fehlt uns nur noch der TNT-Apfel, den ich auch nebenbei direkt einfach schon mal craften kann. Und der Super-Apfel. Oh, dafür brauchen wir ja End-Crystals. Dann müsste ich ja doch nochmal in den Nether für Gas tränen. Das finde ich gar nicht mal so cool. Und den Ender-Apfel haben wir auch noch gar nicht ausprobiert. Den habe ich ja auch schon gecraftet. Der sagt sogar selber, ich soll ihn mal probieren. Vielleicht sollten wir das als erstes tun. Den Ender-Apfel probieren wir mal und den TNT-Apfel probieren wir mal. Wir starten einfach mal mit dem TNT-Apfel. Oh mein Gott, warte. Wieso spawnt hier so viel TNT? Ich habe aber... Explosiv? Was ist explosiv? Warte mal, habe ich Explosionsschutz? Ich weiß es nicht. Hilfe! Creeper, geh lieber weg. Das ist keine gute Idee, was du machst. Oh mein Gott, was geht hier gerade ab? Hilfe! Und es ist vorbei.
Ich lebe. Aber ich bin immerhin nicht gestorben. Wenn man bedenkt, was hier gerade passiert ist, finde ich das noch relativ nett eigentlich. Und ich habe irgendwie Bock, so einen auch im Endfight zu benutzen. Ich habe noch genau 4 Gunpowder. Ich mache mir einfach noch einen. Den esse ich aber jetzt nicht direkt hier, sondern wir probieren jetzt den Enderapfel. Oh, der teleportiert mich. Wenn ich nicht aufpasse, teleportiert er mich vielleicht zur falschen Location, okay? Das würde ich ausprobieren. Ich meine, schlimmer als zu Herobrine kann es ja wohl nicht mehr werden, oder? Teleportier mich! Oh, jetzt hat er mich gar nicht teleportiert. Schade. Ich muss irgendeinen Block anvisieren, glaube ich. Dann werde ich dahin teleportiert. Das ist praktisch. Ich mache jetzt als erstes erstmal 7 Enderaugen. Und wir schauen mal, in welche Richtung wir zum Stronghold müssten. Da in die Richtung geht's. Alles klar, dann laufen wir einfach mal hier übers Wasser. Ich merke jetzt gerade erst, der bleibt einfach. Ich habe den jetzt schon mehrmals gegessen. Das ist eigentlich auch relativ beachtenswert. Direkt mal hier an Land. Und dann teleportieren wir uns Stück für Stück immer weiter. Was passiert jetzt? Oh mein Gott, ich bin im End. Warum bin ich im End? Ich muss doch noch in den Nether. Ich brauche noch die End-Crystals. Okay, jetzt müssen wir uns also erstmal um den Enderdrachen kümmern. Erstmal schießen wir die Crystals weg. Kann ich die auch mit meinem Schwert abwerfen? Ja, kann ich. Oh mein Gott, wie nice. Und ich habe Enderman angeschaut. Das ist relativ schade, weil ich gerade keinen Wassereimer im Inventar habe. Ich bin dafür, dass ihr euch ins Boot setzt. Ja, danke euch. Perfekt. Und damit gehen wir weiter auf die End-Crystals. Lass mich in Ruhe. Okay, weiter geht's. Warte mal, die werden getroppt? Da will ich hin. Oh mein Gott, deswegen bin ich jetzt schon im End. Weil ich die einfach getroppt bekomme. Okay, ich muss die alle mitholen jetzt. Aber ich kann mich ja hin und her teleportieren. Das ist echt praktisch. 3 haben wir schon. Einen einzigen noch. Da liegt sogar auch noch einer von eben. Da habe ich noch gar nicht gemerkt, dass sie getroppt werden. Ich habe einfach 4 End-Crystals. Wie nice. Okay, wenn das so ist, würde ich jetzt einfach mal den letzten und finalen Apfel craften. End-Crystals um den Apfel. Und wir bekommen den Super-Apfel. Der sieht auch richtig nice aus. Richtig schön in Regen. Bogenfarben. Und ich esse den jetzt einfach mal. Und wir bekommen Flug und Resistenz 5. Was heißt Flug? Ich kann einfach fliegen. Ja, das heißt Flug. Hätte ich mir auch denken können. Aber nur 20 Sekunden. Dann fliege ich mal hier noch ein bisschen zu den Endcrystals und wir machen die alle mal weg, die letzten. Okay, damit haben wir einfach alle wegmachen können. Ich fliege noch ein bisschen hoch, damit ihr tiefer fallen. Und dann geht es runter in den Enderdrachen-Fight. Der Enderdrache kommt in die Mitte. Ich werfe ein paar Villager rüber. Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Offensichtlich nicht. Aber egal, es sieht nice aus. Dann gehen wir rein in die Mitte und rauf auf den Kopf. Okay, Fallschaden kriegen wir sowieso nicht. Und es wird langsam wieder Zeit für den TNT-Apfel. Das Schwert zu werfen zählt sogar als Nahkampf. Nice. Und er kommt wieder in die Mitte. Ich teleportiere mich rein. Dann esse ich hier den TNT-Apfel. Und wir legen hier mal ordentlich TNT in die Mitte. Oh mein Gott. Ich sollte langsam hier raus. Oh mein Gott. Ich lebe. Alles gut. Alles gut. Ich krieg keinen Schaden. Gut zu wissen. Ich komme nicht näher. Ich komme nicht mehr ran. Oh mein Gott. Der Enderdrache ist schon längst weg. Der Enderdrache kommt ein letztes Mal in die Mitte. Ich werfe ein paar Villager vor. Dann gehe ich selber hinterher. Und dann geht es rauf auf den Kopf. Diesmal wieder im Nahkampf. Und dann schlage ich ihn mit dem Villager-Stab. Komm schon. Und damit ist der Enderdrache down. Nice. Oh mein Gott. Wir haben ihn einfach mit dem Villager-Stab getötet. Wie weird war dieses Finale. Aber wie nice einfach. Dieser Endfight hat so verdammt viel Spaß gemacht. Er kam ein bisschen unerwartet, weil ich noch gar nicht vorbereitet war, irgendwie ins End zu gehen. Aber die Enderperle hat mich halt einfach reingeworfen. Und dann mussten wir halt schauen, wie wir damit klarkommen. Aber ausrüstungstechnisch waren wir natürlich mehr als gut vorbereitet. Wir waren ja so schon richtig OP. Ich nehme mir noch das Drachenei mit. Meins, nice. Und damit haben wir es geschafft und in einem richtig nicen Endfight den Enderdrachen besiegt und so Minecraft durchgespielt. Nice!